Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute die Nacht von Donnerstag auf Freitag und das ist bekanntlich eine unserer Themennächte und unser Thema heute Nacht heißt Fehldiagnosen und Ärzte. Pfusch. Ich möchte gerne mit euch über Fehldiagnosen sprechen, die euch angetan worden sind oder vielleicht Verwandten, Angehörigen von euch oder auch eben Ärzte. Pfusch. Das Robert-Koch-Institut übrigens gibt für 2001 circa 40.000 Fälle von Ärztepfusch beziehungsweise von sogenannten Kunstfehlern an. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel, viel, viel größer. Wenn ihr Opfer von sogenannten ärztlichen Kunstfehlern geworden seid oder Angehörige, Freunde von euch und ihr mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch jetzt unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist, der erste Anrufer ist Dominik und Dominik ist 20. Hallo, guten Morgen, Dominik. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, unser Thema Fehldiagnosen, Ärztepfusch. Ja, genau. Dazu hast du angerufen? Ja, ja? Richtig. Ich bin gerade noch ein bisschen nervös. Du bist betroffen? Richtig, also ich war betroffen. Es ist so, ich war also 15 und habe da einen Knoten in meinem Bein festgestellt. Mhm. Ja, und daraufhin bin ich also zum Arzt gegangen. Mhm. Und habe diesen also untersuchen lassen. Wo? Und bekam dort gleich die Diagnose, es ist Krebs. Wie groß fühlte sich der Knoten an? Ja, ungefähr, naja, so 3 bis 4 Zentimeter. Ja, und wo genau war er am Bein? Der war am Bein und zwar oberhalb vom Knie. Mhm. So, dann gehst du zum Arzt und der Arzt, was hat der Arzt genau gemacht? Also der Arzt hat das abgetastet, das Ganze, mhm, und hat es ja mit so einem Gerät, ich glaube Ultraschall oder so, untersucht. Ja. Und meinte dann so zu mir, Herr Böschel, beruhigen Sie sich bitte und warten Sie ganz kurz draußen im Zimmer. Gut, ich musste dann warten. Mhm. Das dauerte ungefähr 15 Minuten. Danach wurde ich also reingebeten und ja, dann hat er gesagt, es tut mir also leid, Sie haben Krebs. Da warst du 15 Jahre alt. Da war ich 15 Jahre alt. Da warst du alleine in der Praxis, ohne genau. Eltern. Ja. Und der Arzt, obwohl nur einmal mit Ultraschall oder weiß ich was, untersucht, sagt dann zu dir, Sie haben Krebs. Richtig, genau. Das musst du einen 15-Jährigen, nicht nur einen 15-Jährigen, ja, komplett umhauen. Absolut. Also ich muss sagen, in dem Moment, es hat sich von jetzt auf gleich wirklich mein Leben irgendwo geändert. Ja. Es war ein Schock. Ich bin dann aus dieser Praxis rausgetaumelt irgendwo. Mhm. Und ich war damals schon Raucher und habe mir dann eine Zigarette angezündet und also ich war mein Leben irgendwo, ich habe schon abgeschlossen gehabt, ja, irgendwo. Ne? Hat der dir irgendwas weiteres erklärt, was für ein Krebs das seiner Auffassung nach ist? Nee, gar nichts. Gar nichts. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat mich verwiesen gehabt zu einem anderen Arzt, mhm, der das Ganze bestätigen sollte. Mhm. Das habe ich dann auch getan, ja, bin dann also eine Woche später hatte ich dann den Termin, bin, ja, dann hingegangen und ja, dann kam die zweite Untersuchung. Mhm. Und der sagte ebenfalls das Gleiche. Aha. So. Der erste Arzt, war das ein Allgemeinmediziner? Das war ein Allgemeinmediziner. Und der zweite Arzt? Das war ein, oh Gott, ich weiß jetzt nicht mehr diesen Fachausdruck, jedenfalls auf diesem Gebiet war der eben eigentlich spezialisiert. Ne? So, der hat das auch gesagt. Mhm, was genau hat der gemacht? Der hat dann eine Gewebeprobe entnehmen wollen. Mhm. Und muss ich sagen, das habe ich damals verweigert, irgendwo, weil ich zu viel Angst davor hatte. Ja. Und gut, dann habe ich das sein gelassen und ein Vierteljahr später ungefähr habe ich dann also mir gedacht, okay, jetzt lasse ich es nochmal untersuchen von einem anderen Arzt. Mhm. Lass mich mal kurz unterbrechen. Du hast doch wahrscheinlich auch deine Eltern informiert damals, oh ja, darüber. Und haben die denn das zugelassen, dass du keine Gewebeprobe entnommen haben wolltest? Weil eigentlich ist das doch nötig und richtig auch. Also es ist richtig. Gut, ich muss mir dazu sagen, ich hatte da schon keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Die hatte sich relativ früh vom Acker gemacht. Aber ich konnte mit meinem Vater drüber reden. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war mein Vater, er ist immer noch für mich wirklich ein und alles.
Ja, und hat dann zu mir gesagt, Junge, jetzt halt erstmal den Ball wirklich flach und lass es nochmal untersuchen. Und wenn er sagt, es ist notwendig, lass es auch machen. Mhm. Und aber auf jeden Fall verging eine ganze Weile, ehe du das dann hast machen lassen. Richtig, genau. Dann kam es zu der Gewebeentnahme, zu der Gewebeprobe. Was ist dann da rausgekommen? Genau, also ich hatte da einen Termin, bin dann dorthin hin. Und da war schon die Vorbereitung drin und da sagte der Arzt, ich möchte es nochmal bei Ultraschall zuvor untersuchen. Mhm. Das hat er dann getan. Mhm. Und ja, und dann kam eigentlich der schwerwiegendste überhaupt. Und da sagte er, setzen Sie sich bitte. Ich habe mich dann hingesetzt und ich sagte mal so, oh Gott, was ist jetzt los? Mhm. Ja, und dann sagte er, Sie haben definitiv keinen Krebs. Es war nichts anderes wie ein schwerer Bluterguss. Also der hat gar keine Gewebeprobe mehr entnommen? Nichts, gar nichts mehr. Also er war sich total sicher, muss sagen, zu dem Arzt hatte ich absolutes Vertrauen. Und der wusste von der Prognose vorher, von seinen Kollegen? Der wusste davon, der hatte alles schriftlich und so weiter. Und heute bist du 27 und quietschfidel. Auf jeden Fall, ja. Und diese letzte Diagnose erwies sich dann als die richtigere. Richtig, genau. Und die ersten beiden waren vollkommener Quatsch. Absolut, nicht zu sagen verantwortungslos, dass ein Arzt einem 15-Jährigen sowas vor den Kopf wirft, ohne genaue Untersuchungen zu machen. Ja. Ist es wirklich ein Hammer. Das ist denn dein Vater nochmal zu den beiden Ärzten gegangen oder du und habt denen die Köpfe gewaschen? Nichts, gar nichts mehr. Das ist schade, das hättet ihr tun sollen. Im Nachhinein hätte es wirklich tun sollen, das ist korrekt, ja, das ist richtig. Aber damals, wie gesagt, war es aus dem Zusammenhang heraus, wo man dann gesagt hat, okay, wir lassen es einfach so. Es ist ja, man ist vielleicht dann auch so erleichtert und denkt, ach komm, schwamm drüber, vergessen was. Eigentlich sollte man, wenn schon nicht juristische Schritte, das musste man in dem Fall ja vielleicht nicht gerade unbedingt machen, aber zumindest nochmal ein Gespräch suchen und denen einen ordentlich... Ja, aber wirklich. Ja, das ist richtig. Weil das hat der bei dir gemacht, wer weiß, wie oft er das beim anderen auch nochmal, bei anderen Leuten auch nochmal... Wie gesagt, 15, er hätte mir das eigentlich auch gar nicht sagen dürfen in dem Alter. Nein, und auch gar nicht auf die Art. Das ist nur ein Beistand von Eltern. Ja, ja. Also, sind wir froh, dass der Mann sich geirrt hat, Dominik. Ich auch. Alles Gute für dich weiter. Danke schon für deinen Anruf. Tschüss. Aber danke. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Fehldiagnosen und Ärztepfusch. Und genau darüber möchte ich mich mit euch unterhalten. Wenn ihr Opfer schon geworden seid von Fehldiagnosen, von Ärztepfusch, von sogenannten Kunstfehlern, das ist ja schon ein seltsames Wort, das entschuldigt ja quasi schon den Vorgang, wenn man sagt Kunstfehler. Also von Fehlern, denen die Ärzte gemacht haben, die Ärzte verursacht haben. Und ihr mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@rde. Weiter geht es mit Nadine. Und Nadine ist 27 Jahre. Guten Morgen, Nadine. Ja, guten Morgen, Domian. Bist du auch ein Opfer von Ärztepfusch oder einer Fehldiagnose? Ja, ich bin Opfer von Ärztepfusch geworden. Was ist genau passiert bei dir? Das ist jetzt schon einige Jahre her. Ich bin jetzt 27 und als ich 18 Jahre alt war, bin ich am Knie operiert worden, weil ich starke Beschwerden hatte, nicht mehr wirklich richtig Sport machen konnte wie vorher. Und man hatte mir gesagt, dass eine Operation das Beste wäre. Ich hatte eine Kniescheibenfehlstellung und das habe ich dann auch machen lassen, gleich am Anschluss an die 12. Klasse, kurz vom Abitur. Und bin ins Krankenhaus gegangen, eigentlich ganz guter Dinge, und habe halt ziemlich schnell nach der Operation gemerkt, dass irgendwas nicht richtig ist. Ich hatte besonders starke Schmerzen und ich konnte das Knie nicht richtig bewegen und die ersten Tage denkt man sich dann noch nicht. Nein, da denkt man, das hängt mit der Operation zusammen. Genau, ja. So haben die Ärzte das auch gesagt und ich habe das halt auch geglaubt. Nur mir kam das von Tag zu Tag komischer vor, weil die Schmerzen immer stärker wurden statt besser. Meine Mitpatienten aus dem Zimmer sind entlassen worden, weil die waren sehr, sehr schnell wieder fit und ich habe mir langsam richtig Sorgen gemacht. Das Bein wurde immer dicker. Bevor du weitererzählst, was hat man denn angeblich tun wollen in dem Knie? Bei der Operation. Man hat die Kniescheibenführung verändert. Durch eine Verschiebung? Wie macht man das? Man hat Muskelfasern durchtrennt und hat diese Muskelfasern versetzt und Kapseln durchtrennt, damit die Kniescheibe wieder in der richtigen Stellung liegt und eine bessere Führung hat. Ah ja. Also es ging dir gar nicht gut. Die Tage vergingen und es ging dir nicht besser. Nein, es ging mir überhaupt nicht besser und die Ärzte haben mich überhaupt nicht ernst genommen. Es hieß immer, ich würde mir das doch einbilden und das würde schon wieder werden und ich soll mir keine Sorgen machen und ich habe vielleicht ein bisschen den Hang dazu, ein bisschen umtüdelt zu werden und so ging das halt die ganze Zeit weiter und es wurde halt, wie gesagt, nicht besser. Und ich habe dann mit meinen Mitpatienten, mit meinen Eltern gesprochen und jeder hat das gesehen, dass das Bein immer dicker wurde und so eine komische Färbung bekam. Es wurde bläulich. Man hat richtig gesehen, dass die Durchblutung nicht gut ist. Ja. Aber die Ärzte haben es mir einfach nicht geglaubt oder mich nicht wahrgenommen. Und es ignoriert. Es,
wirklich ignoriert. Die haben dann nach 3-4 Wochen gedacht, na gut, wenn sie unbedingt will, dann gucken wir halt nochmal ins Knie rein. Moment mal, so lange hast du im Krankenhaus gelegen? Ja. 3-4 Wochen? Ja, in der Klinik sogar nachher 9 Wochen. Mhm. Insgesamt sogar nachher fast 3 Jahre. Das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Was hatte man denn am Anfang gesagt? Wie lange hättest du liegen müssen, wenn es normal gelaufen wäre? 10 Tage. 10 Tage? 12 Tage, ja. Ja. So, nach 3-4 Wochen ist man dann aktiv geworden? Genau, dann hat man nochmal ins Knie reingeguckt, hat ein paar Verklebungen gelöst und meinte, damit wäre es dann gut gewesen. Aber es wurde nicht besser. Ich konnte das Knie danach noch weniger bewegen. Es ist noch dicker geworden. Und dann hatte man die Idee, man könnte es ja mal unter Vollnarkose eingipsen. Das hat man dann gemacht und ich bin aufgewacht und ich konnte vor Schmerzen nicht mehr hin und nicht mehr zurück. Ich habe keine Nacht mehr geschlafen, weil das Knie war ja nahezu unbeweglich am Anfang. Und ich habe so sehr gelitten und dann musste ich mir von den Schwestern noch solche Sachen anhören, wie ich soll meinen fetten Arsch doch endlich mal aus dem Bett bewegen. Und das ist wortwörtlich gesagt worden. Und irgendwann resigniert man dann auch. Ich war 18 Jahre alt. Ich wusste nicht, was mit mir passiert und was überhaupt los ist. Und also ich merke schon, das ist eine Geschichte, die äußerst unglücklich begann. Ja. Jetzt machen wir mal einen Schritt bis vielleicht 1-2 Jahre weiter. Du hast gesagt, dass du mehrere Jahre letztendlich wegen dieser Sache in einem Krankenhaus verbracht hast. Ja. Also ein halbes Jahr hat sich das so hingezogen, dass man mir nicht geglaubt hat und dass man nicht genau wusste, was los war. Was war denn dann letztendlich los? Das hat nach einem halben Jahr ein Arzt nach einem Blick auf meinem Bein sofort gesehen. Ich hatte eine ganz seltene Stoffwechselerkrankung, die nach der Operation oder besser gesagt bei der Operation aufgetreten ist. Ja. Die nennt sich Morbus Sudeck und hat was damit zu tun, dass die Durchblutung schlecht wird, dass der Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert und dass das Bein halt mangelversorgt ist und dadurch der Knochen entkalkt und die Gelenke einsteigen. Das heißt, diese Erkrankung hattest du vorher nicht. Nein. Die ist ausgelöst worden, vielleicht durch die Operation, kann ganz das sein? Ganz sicher durch die Operation, das weiß man auch. Und hat sich bemerkbar gemacht dann an dem Knie, dass das Knie eben nicht sich regenerieren konnte. Dieser Arzt, der das gesehen hat, sofort gesehen hat, war der auch in dem Krankenhaus, in dem du operiert worden bist? Nein, der war in einem anderen Krankenhaus. Was hat man denn dann gemacht danach? Dann hat man versucht, wirklich ganz behutsam die Möglichkeiten auszuschöpfen, die man hätte gleich machen müssen. Zum Beispiel? Sanfte Krankengymnastik, Lymphdrainage, solche Sachen. Ganz, ganz vorsichtig, dass dieser Nerv, der eigentlich dafür zuständig ist, für diese Erkrankung, sich wieder beruhigen also, kann. Also das heißt, dieses Eingipsen, das nochmalige Hineinschauen und so weiter war absolut falsch. War völlig kontraproduktiv. Und hat die Sache noch viel schlimmer gemacht. Viel, viel schlimmer, ja. Wie geht es deinem Knie heute? Also ich habe ja das Knie nicht mehr. Ich bin 1,5 Jahre später amputiert worden. Du bist amputiert worden? Ja, das Bein war nicht mehr zu retten. Nach 1,5 Jahren, ich konnte aber auch nicht mehr. Also das heißt, wir halten mal fest, das heißt, wenn in diesem Krankenhaus, wenn da kluge Ärzte gewesen wären, die das wie der eine Arzt sehr schnell hätten diagnostizieren können, hättest du dein Knie noch, hättest du dein Bein noch? Mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit, ja. Das ist aber hart. Ist sehr, sehr hart, gerade weil ich diese Entscheidung damals auch selber treffen musste. Die Ärzte haben gesagt, wir können dir nicht mehr helfen. Es tut uns ganz, ganz doll leid, aber alle Möglichkeiten sind ausgeschöpft. Das wird immer schlimmer. Da musstest du die Entscheidung treffen, Amputation, ja oder nein? Ja. Wenn du nicht hättest amputieren lassen, hättest wollen, was wäre dann passiert? Irgendwann wäre es dazu gekommen, dass es hätte machen werden müssen. Ach so. Weil die Durchblutung einfach nicht mehr gut war und das Gewebe schon sehr geschädigt war. Nur zu diesem Zeitpunkt, ich hatte halt so starke Schmerzen, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr sitzen, keine Socken mehr anziehen, weil die Krankheit ist dann auch später ins Sprunggelenk gewandert. Ich konnte keine Hosen mehr tragen. Ich war in der Lebensqualität so dermaßen eingeschränkt. Nun ist das ja wirklich ein klassischer Fehler einer Klinik, eines Arztes. Hast du juristische Schritte damals eingeleitet? Ja, haben wir gemacht. Und was ist da auch rumgekommen? Sowas zieht sich leider über Jahre. Sehr lange, ja. Das ist alles ganz, ganz schwierig. Wir sind jetzt mittendrin. Jetzt immer noch? Immer noch. Das muss man sich mal vorstellen. Du bist jetzt 27, das Ganze begann, als du 18 warst. Ja, genau. Und ihr seid immer noch in den juristischen Auseinandersetzungen. Ja, aber es sieht sehr gut aus. Also wir haben gute Gutachter gehabt, die wirklich von vornherein gleich gesagt haben, man hätte es verhindern können. Nur die Klinik weigert sich natürlich mit Händen und Füßen irgendwelche Schuldeingeständnisse zu machen. Sie haben mal Teilschuldgeständnisse eingeräumt. Und das wieder dann zurückgerufen. Und du werden vielleicht viele Leute fragen, die in ähnlicher Situation sind. Wohin macht man den ersten Schritt? Man weiß ja so als normaler Mensch gar nicht, was unternimmt man dann? Geht man zu einem Rechtsanwalt? Geht man zu einer Selbsthilfegruppe? Zu einem Patientenverband? Wie hast du es gemacht?
Es gibt alle drei Möglichkeiten, die du aufgezählt hast. Also ich bin damals zu meiner Krankenkasse gegangen. Auch eine Möglichkeit, genau. Das hat mir eigentlich sehr gut geholfen, weil die hatten ja auch die ganzen Rechnungen und haben den ganzen Werdegang mitbekommen und haben mir total toll geholfen. Wir haben zusammen einen Rechtsanwalt ausgesucht, der sich mit Patientenrecht auskennt, was auch wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass man da einen guten Anwalt hat, weil diese langen Medizingeschichten sind einfach teilweise so schwer durchschaubar, dass man da wirklich ein bisschen Ahnung von haben muss. Wer finanziert diesen ganzen Prozess bei dir? Das ist ganz, ganz schwierig. Die ersten zwei Jahre hat der Rechtsanwalt fast ohne Geld gearbeitet. Und mittlerweile habe ich Prozesskostenbeihilfe bekommen, weil ich jetzt im Studium bin mittlerweile und dasselbe halt gar nicht hätte finanzieren können. Ja. Was ist deine Hoffnung? Was ist dein Wunsch? Was du, was wäre für dich ein guter Ausgang an Entschädigung? Oh, das kann man so wahnsinnig schwer sagen. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, man kann das gar nicht entschädigen. Das, was ich erlebt habe. Das stimmt, da hast du völlig recht. Das ist so schwierig. Was ich mir wünschen würde, ist, dass ich eventuell durch finanzielle Mittel ein Leben führen kann, ein ungefähres Leben führen kann, wie es ohne diese Erkrankung hätte führen können. Dass man vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit hat, ein Haus so weit umzubauen, dass ich komplett mit meinem Handicap da gut zurechtkomme, dass man halt einfach solche Möglichkeiten bekommt. Das heißt, den Betrag muss man dann schon sehr hoch beziffern, der angemessen wäre. Das wäre schon ein Betrag von mehreren hunderttausend Euro. Ist, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr schwer zu bekommen. Aber es würde dir zustehen, finde ich. Mindestens. Ich finde es auch sehr, sehr schwierig, weil gerade als Frau, es war für mich die Anfangszeit so schwer, mich so zu akzeptieren, als vollwertig zu akzeptieren. Ja. Du trägst jetzt eine Prothese wahrscheinlich. Das war auch noch sehr, sehr schwierig. Man kann sich das so vorstellen, dass wie so ein Stromkabel, was ich im Bein hatte, was zwar an einer Stelle abgeschnitten worden ist, aber der Strom fließt ja immer noch an dem anderen Ende in meinem Stumpf. Ich hatte ganz, ganz starke Probleme da zur Zeit oder in der Anfangszeit mit der Prothese, weil die Durchblutungsstörungen im Stumpf ja immer noch nach wie vor da waren. Ja, das hört man sehr oft von Leuten, die amputiert worden sind, ja. Genau, und es hat Ewigkeiten gedauert. Ich durfte ganz, ganz lange gar keine Prothese tragen und war auf den Rollstuhl angewiesen. Aber ich bin jetzt so seit zwei Jahren komplett oder annähernd symptomfrei und bin jetzt mit einer Prothese versorgt worden und bin jetzt ganz frohen Mutes und es klappt auch immer besser. Und Nadine, dann wünsche ich dir, dass dieser Prozess wirklich so ausgeht, dass richtig viel Kohle für dich fließt und damit die Leute auch benannt werden, die das verursacht haben. Und du hast völlig recht, das kann man mit Geld gar nicht wieder gut machen. Aber man kann das Leben durch Geld schon um ein Mehrfaches erleichtern. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du das bekommst, das Geld. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Also gerade wenn man sowas durchmacht und wenn man sowas erlebt, man darf seine Ziele nicht vor Augen verlieren. Man muss immer für das kämpfen, was man sich vorgestellt hat. Und das darf man wirklich nicht... Das muss man sich immer vor Augen halten, weil ich glaube, dann kann man das schaffen und kann auch wieder glücklich werden. Ich danke für deinen Anruf. Alles Gute von Herzen. Danke, dass ich erzählen durfte. Jo, tschüss, Nadine. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt über unser Thema Fehldiagnosen und Ärzte Pfusch, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder unter mail@wdr.de. Hier ist Heide Rose. Heide Rose ist 58 Jahre alt. Guten Morgen, Heide Rose. Hallo, Domian, guten Morgen. Bist du ein Opfer? Ich habe auch mit dieser Fehldiagnose zu kämpfen. Ja. Und zwar besteht meine Krankheit nach jetzigem Wissen, also nach dem, was ich alles durchgemacht habe und gefunden habe von 1984, also schon seit 20 Jahren. Aber festgestellt wurde sie erst 2003. Und was ist das für eine Erkrankung? Es ist eine Autoimmunerkrankung, die heißt Hashimoto Autoimmunthyreoiditis. Das hat was mit der Schilddrüse zu tun. Wie wirkt sich, welche Symptome zeigt diese Erkrankung? Ja, wollte ich jetzt gerade mal sagen. Mhm. Also die ganzen Jahre immer wieder Müdigkeit, körperliche Erschöpfung, Konzentrationsprobleme und Gedächtnisstörungen, Angstzustände, Herzrasen, Depressionen vor allen Dingen, immer, also mehr oder weniger, die kommen und gehen. Das ist also, und Schlafstörungen und Gewichtszunahme vor allen Dingen, weil wusste gar nicht warum. Ich habe auch geraucht und wollte immer aufhören, habe auch immer aufgehört, aber sofort waren es 10, 15 Kilo, was ich nie verstanden habe, habe ich halt immer wieder angefangen. Heute weiß ich, dass das Rauchen eigentlich auch sehr schädlich war für diese Erkrankung. So, aber wusste ich ja alles nicht. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, 2003, das ist mal gerade erst quasi vorgestern gewesen, hat man es diagnostiziert. 20 Jahre lang leidest du unter diesen Symptomen. Was hat man denn all die Jahre diagnostiziert? All die Jahre hat man also zuallererst immer hier mit meinen Gelenk- und Muskelschmerzen, das habe ich ja auch ganz, also ziemlich schlimm und halt Wirbel und Probleme und so. Ja, also das hat man halt mit Stress und mit viel Arbeit und dann ist
gerade 84, als es wirklich ganz heftig wurde. Und heute weiß man, dass also großer Stress wie eben Scheidung oder Tod eines nahen Angehörigen auch das zum Ausbruch bringt. Da ist mein Vater gestorben und da fing das eigentlich erst richtig an. Haben die Fehldiagnosen auch zur Auswirkung gehabt, dass du falsche Medikamente eingenommen hast, unter denen es dann noch schlimmer wurde oder noch schlimmere Nebenwirkungen aufgetreten sind? Kann man so nicht sagen, sondern es ist einfach nur gewesen, so zum Beispiel die Darmprobleme. Da habe ich halt alle möglichen Sachen verschrieben bekommen, aber es ist nie besser geworden, ja? Oder also Depression. Du hast dich quasi 20 Jahre damit rumgeschlagen und hat alles Mögliche ausprobiert. Ja. Es ist nicht schlimmer geworden, aber es ist eben auch nicht besser geworden. Die letzten 10 Jahre hat man mir gesagt, das sind Wechseljahrsprobleme, weil das ja auch so mit Depressionen und Schlafstörungen, Gewichtszunahme. Und man ist nie auf die Idee gekommen, mal die Schilddrüsenwerte zu untersuchen, ja. Und da ist dann irgendjemand auf die Idee gekommen im Jahre 2003? Ja, da bin ich, ich bin selbst auf die Idee gekommen im Jahre 2002. Da ist mir so miserabel gegangen gegen Weihnachten, da wollte ich mich eigentlich fast umbringen, ja, wegen Depressionen. Und da bin ich dann von mir aus zum Psychotherapeuten gegangen. Und er hat mich nach der dritten Sitzung hat er gesagt, Ihre Depressionen sind keine Depressionen im klassischen Sinne. Sie haben was mit der Schilddrüse, gehen Sie zum Endokrinologen. Das ist aber toll, das hat der Mann einfach so gesagt, aufgrund nur von Gesprächen. Ja. Es gab keine Untersuchung. Das ist sehr gut. Und er hat mittlerweile auch gesagt, er schickt jede Frau über 50, die zu ihm wegen Depressionen zu ihm kommt, erstmal zum Endokrinologen. Durch die Erfahrung auch von mir. Und ich bin dann zum Endokrinologen und da wurde halt Ultraschall und Syndigramm gemacht und die ganzen Werte, die Antikörper vor allen Dingen, was also nie ein normaler Arzt nie untersucht, ja, da werden nur die normalen Schilddrüsenwerte untersucht, aber auf Antikörper und so kommt niemand. Und der hat dann gesagt, Schilddrüse, da ist nur noch ein Fitzelchen da. Und dann hat er mich gefragt, wer mich schickt. Dann habe ich gesagt, Psychotherapeut. Da hat er gesagt, das ist sehr gut. Und bleiben Sie auch Ihr Leben lang in Psychotherapie, denn Sie werden mehr oder weniger oft in ein tiefes Loch fallen. Und er hat mir dann nur gesagt, gehen Sie ins Internet, ins Forum für Ihre Krankheit, da erfahren Sie mehr als in den 10 Minuten, die ich Ihnen hier was sagen kann. Da hat mir aber nicht gesagt, was da alles noch auf mich zukommt. Aber der hat zumindest die Krankheit benannt. Ja, der hat die benannt. Das heißt, die benannt. Diesem Mann hast du zu verdanken, dass du weißt, was du hast. Ja, dass ich eine chronische Erkrankung habe, die ich jetzt für mein Leben lang habe. Ja. Es war auch erstmal ein Schock gewesen, ganz klar. Aber ich könnte mir vorstellen, auch in gewisser Weise eine Erleichterung, weil man nun endlich weiß, woran man ist und was es ist. So ist es. Fast 3 Jahre wieder vergangen. Ja. Wie geht es dir heute? Überhaupt nicht gut, weil ich dadurch, dass die Krankheit schon zu lange unerkannt war, ja, und die Unterfunktion auch viel zu lange war, sind diese ganzen Probleme eigentlich ganz schlecht wegzukriegen. Wenn die Krankheit sehr früh erkannt wird, da hat man noch Chancen durch eine gute Hormoneinstellung mit dem Schilddrüsenhormon einigermaßen gut durchzukommen. Aber wenn es schon zu lange ist, so wie jetzt bei mir, das sind ja mehr als 20 Jahre, ich habe ja den Befund gefunden von 1984, da war meine Schilddrüse schon nur noch 5 Milliliter groß. Auch ein ganz klarer Fall, wenn das vor 10, 15 Jahren behandelt worden wäre, würde es mir heute besser gehen. Nimmst du starke Medikamente ein? Nee, eigentlich, ich nehme nur mein Schilddrüsenhormon. Gegen die Antidepressiva habe ich mich bisher immer gewehrt, von meinem Bauchgefühl her. Und da habe ich auch einen Professor, der hat einen Vortrag gehalten und der hat dann gesagt, Schilddrüsenprobleme sind die einzigen Erkrankungen, wo bei Depressionen Antidepressiva nicht helfen. Im Gegenteil, sie bringen den ganzen Hormonhaushalt nur noch mehr durcheinander. Und dann habe ich ihn gefragt, warum füttern die Ärzte dann die Menschen mit Depressionen und mit Schilddrüsenerkrankungen? Und dann hat er zu mir gesagt, weil es von 100 Ärzten 98 nicht besser wissen. Das ist eine schlimme Aussage, ne? Ja. Das kann einem immer Angst und Bange werden, wenn man sowas hört. Und du hast es nur im eigenen Leibe erfahren, dass es stimmt. Also ich bin einfach froh, dass es das Forum gibt, das Hashimoto Forum, weil da kriegt man sehr viel Hilfe, wenn zum Beispiel wieder so Symptome kommen, wie wenn also von jetzt auf nachher das Gedächtnis weg ist und meine Mutter ist an Alzheimer gestorben, dann dreht man ja erstmal durch, ich ja dann denke, ich habe auch Alzheimer. Das heißt, deine Hilfe ist dieses Forum, das du im Internet gefunden hast? Oder? Ganz sicher, fast jeden Tag so eine halbe Stunde einfach lesen. Und vielleicht, nennst du nochmal die Adresse, vielleicht für Leute, die sich dafür interessieren? Vom Internetforum? Ja. Das heißt www.hashimoto, also ich buchstabiere Heinrich Anton Siegfried Heinrich Ida Martha Otto Theodor Otto T
Theodor, Heinrich, Y, Richard, Emil, Otto, Ida, Doris, Ida, Theodor, Ida, S. .de. Also Hashimoto, ja. Thyreoiditis.de, das ist schon eine schwere. Man kann aber auch reingehen zu www.schilddrüsenpraxis mit UE.de, da kommt man auch an dieses Forum. Und es gibt auch ein gutes Buch seit letztem Jahr, also das erste Buch, das heißt Leben mit Hashimoto, das wurde von einer Ärztin geschrieben, die da auch betroffen ist, ja. Und das ist auch ein sehr gutes Buch, das kann ich nur empfehlen. So, dann danke ich dir für die Informationen, Heide Rose, und hoffe, dass, du mittels dieses Forums dann doch noch ganz gut so über die Zeit kommst. Ich versuche das, ich habe das auch vorhin sehr gut gefunden, ich versuche einfach mittlerweile die Krankheit anzunehmen, seit ich mich nicht mehr wehre dagegen, und die Krankheit annehme, geht es mir auch wesentlich besser. Dann wünsche ich dir alles Gute und gute Gesundheit. Ich danke, Domian. Auf Wiederhören, Herr Rose. Tschüss. Weiter geht es mit Erwin, und Erwin ist 62 Jahre alt. Guten Morgen, Erwin. Hallo, Domian. Was ist bei dir passiert? Ich bin 98 in eine orthopädische Praxis gegangen, wegen einem sogenannten Hammerzeh. Eine Bitte noch. Schaltest du den Ton von deinem Fernseher und dem Radio ganz weg? Ja. Dann haben wir nicht den Hall im Hintergrund. So. So, 98 wegen einem Hammerzeh. Ja. Was ist ein Hammerzeh? Hammerzeh ist, wenn ein Zeh sich nach unten verkrümmt, meistens bedingt durch schlechte Zeiten und Schuhwerk vom Bruder nachtragen und dergleichen. Ich bin dann in die Praxis gegangen, der sagt gleich, muss operiert werden. Ich wollte ins Krankenhaus, aber er meint, in Praxis ist besser. Ah ja. Also, gleich Termin gemacht, einmal operiert, in Vollnarkose, nichts gebracht. Er sagt, nicht genug operiert. Nochmal, und so ging das viermal. Viermal. Sollte eigentlich ein kleiner Eingriff sein. Sollte ein Eingriff von einem Zentimeter sein. Und mittlerweile war aber der ganze Vorbruch schon aufgeschnitten. Ja, dann habe ich mir einen Rechtsanwalt genommen und es wurde ein Gutachter bestellt. Ja, der hat aber nur ein Gutachten geschrieben, über 10 DIN A4 Seiten und meinen Fuß überhaupt nicht gesehen. Dann kam es zum Prozess vor dem Landgericht. Da sagten die, nein, da sind wir nicht mit einverstanden. Ein Gutachten. Lass mich mal fragen, viermal operiert, viermal ist nichts bei rumgekommen. Gar nichts. Ist nur, sage ich mal, nichts bei rumgekommen? Oder war der ganze Fuß verletzt und war der entzündet? Entzündet durch die Unhygiene in der Praxis. Ach, das kommt auch noch hinzu. Das kommt also. Das heißt, du bist quasi mit einem relativ gesunden Fuß, da reingegangen und bist mit einem kranken Fuß rausgekommen. Genau. Mit einem sehr kranken Fuß. Ja. So, dass du kaum gehen konntest? Ja, ich kann ja bis heute noch nicht mehr gehen. Ja, aber erzähl mir doch mal, wie damals. Ich meine, das ist ja schon ein harter Schritt, dass man dann schon direkt einen Rechtsstreit beginnt, was ich gut finde, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Aber du hast es ja gemacht, das heißt, der Leidensdruck muss groß gewesen sein. Ja, sicherlich. Und nur Schmerzen und ewig geschwollen, gerötet. Ja. Und ich konnte nicht mehr laufen. So, was ist dann aus der juristischen Auseinandersetzung geworden? Ja, dann kam ein zweites Gutachten, wurde erstellt. Ja. Über 40 DIN-A4 Seiten. Und darin stand mindestens 10 oder 12 Mal Falsch-OP. Dafür hat man zum Haupttermin. Dafür hat man aber den Fuß auch mal angeguckt. Bin ich den ganzen Tag gewesen. Und dann kam es zum Haupttermin vom Landgericht. Und da war anwesend der Arzt, der das verpusht hat. Ja. Der Gutachter und die beiden Rechtsanwälte und ich. Dann sagt der Richter zu dem Arzt, stehen Sie denn jetzt zu Ihren Falschoperationen? Ja. Oh. Ja, die Verhandlung ist beendet. Das ist aber auch selten. Ja. Und was bedeutet das für dich? Ja, mir sind damals 40.000 D-Mark war das noch, zugesprochen worden. Ja, dann ging das aber schnell mit den Prozessen. Das ging sehr schnell. Also noch vor der Euro-Umstellung. Ja, und alle materiellen und immateriellen Schäden. Das heißt, insgesamt kann man... Ja, das waren nochmal 44.000. Das waren dann aber schon Euro. Also 44.000 Euro ungefähr und 40.000 Mark. Ja, aber die 44.000 Euro, das sollte Verdienstausfall sein bis zum 65. Lebensjahr, was aber lange nicht der Realität entspricht. Das heißt, du warst so schwer geschädigt, dass du nicht arbeiten konntest? Nein, ich bin dann seitdem Rentner. Was hast du gearbeitet vorher? Ich war 25 Jahre Busfahrer. Busfahrer, das heißt also, da brauchen wir die Füße und das geht nicht, wenn der Fuß krank ist und schmerzt. Nein. Wie geht es dem Fuß heute?
Du hast gerade eine Andeutung gemacht. Ja, ich bin dann noch 20 Mal dran operiert worden. 20 Mal? 20 Mal. Das heißt insgesamt 24 Mal am Zeh, was eigentlich eine kleine Operation gewesen wäre. Ja, und das Ende ist jetzt, dass ich nur noch die Hacke habe. Der Fuß ist teilamputiert? Ja. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Wann ist die Amputation vorgenommen worden? Die Amputation ist in 2000. Mhm. Da waren nachfolgend noch immer wieder scheibchenweise nachoperiert. Weil die Entzündung so weit drin saß, die war nicht mit medikamentös zu beheben. Als die Amputation vorgenommen wurde, da waren die Prozesse schon abgeschlossen. Ja. Das heißt, du hast nachträglich nicht nochmal irgendwas machen können. Nein. Weißt du, ob dieser Arzt noch praktiziert? Der praktiziert. Das hat mich unheimlich geärgert. Und zwar letzte Woche war bei uns dieser... Ich bitte dich, auch in deinem eigenen Interesse, den Namen nicht zu nennen jetzt. Nein, sage ich auch nicht. Es war jedenfalls dieser Ärztestreik, kann man sagen. Und da waren unsere ganzen Ärzte auch vertreten. Und er hat in der Zeitung geschrieben, er hat die Praxis zu, operiert aber den ganzen Tag. Also ich finde erstmal erstaunlich und auch gut, dass du das damals so schnell in die Hand genommen hast. Das finde ich schon mal gut. Nun hast du etwas Geld bekommen, aber das ist natürlich auch überhaupt gar nichts gegen die Gesundheit, gegen die Schmerzen und eben auch den Verlust deines Arbeitsplatzes damals. Ist es denn jetzt so, dass du eine Hoffnung hast, dass sich das jetzt bald stabilisiert? Nein, im Gegenteil, es wird die Muskelerschlappung setzt ein. Schon bis zum Knie. Das ist ein schleichender Prozess. Ja. Von unten nach oben. Und du kriegst es eigentlich nicht aus dem Bein raus. Nee. Wie denkst du darüber? Wie fühlst du dich dabei? Tja, Domian, erstmal, wenn man 25 Jahre Bus gefahren hat, wenn ich einen Reisebus sehe, dann könnte ich schon an die Decke gehen. Und denn ich hänge seit meinem 18. Lebensjahr auf der Landstraße. Ich habe vorher Lastzug gefahren und die letzten 25 Jahre Bus. Nur Reisebus. Ja. Also alles verfuscht. Ja. Und jetzt sitze ich auf der Couch. Ist dir dieser Arzt eigentlich damals empfohlen worden oder kanntest du den vorher? Nein, der ist mir empfohlen worden. Der hatte ganz neu bei uns im Ort aufgemacht. Das ist wirklich sehr schlimm. Das heißt, das ist ein Schicksal, das musst du jetzt so hinnehmen. Juristisch ist alles ausgereizt, was man machen kann. Nein, ich bin noch zu jung, bin ich ganz ehrlich. Bitte? Ich bin noch zu jung mit immateriellen und materiellen Schäden. Ach so, das heißt, da bestehen noch Möglichkeiten. Zurzeit kämpfe ich um ein neues Auto, weil ich da auch gewisse Änderungen haben muss. Das heißt, man kann nochmal an diesen Arzt rangehen, obwohl damals der Prozess abgeschlossen wurde. Ja, also die materiellen und immateriellen Schäden, die laufen weiter. Die Versicherung ist mir zwar immer gekommen, ich soll unterschreiben, würde auch noch 5.000 Euro bekommen. Aber mein Rechtsanwalt sagt, nichts unterschreiben, immer weiterlaufen lassen. Ich finde ja auch so schlimm, wenn ihr Betroffenen, wenn ihr schon sowas habt erleiden müssen, was ja schon so schlimm ist, dass dazu dann noch die seelische Belastung und der Stress kommt, sich mit diesem ganzen juristischen Kram auseinandersetzen zu müssen. Das finde ich so erdrückend, wenn ich mir das vorstelle. Jetzt in deinem Fall auch wieder. Und gerade haben wir es ja auch schon gehört. Ja, ich habe es eben mitgehört. Nun bin ich sehr froh. Ich habe einen sehr guten Rechtsanwalt, der mich auch heute, wenn ich nicht kann, kommt er zu mir nach Hause. Ja. Also da bin ich sehr gut drauf. Ja, das ist viel wert. Das ist wirklich viel wert. Erwin, mir bleibt zu wünschen, dir alles Gute zu wünschen. Wirklich. Aber von ganzem Herzen. Dass sich das nicht weiterentwickelt und dass du weiter zu deinem Recht kommst. Wirklich von ganzem Herzen. Danke. Alles Gute, auf Wiedersehen, Erwin. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Wir haben unser Thema heute heißt Fehldiagnosen und Ärztepfusch. Wenn ihr Opfer seid von Fehldiagnosen und von Ärztepfusch oder sogenannten Ärztekunstfehlern oder Ärztefehlern, oder wenn ihr Angehörige habt, die Opfer geworden sind, dann meldet euch, wenn ihr Lust habt, mit mir darüber zu sprechen, unter 0800 220 5050. Weiter geht's mit dem Patrick und Patrick ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Patrick. Was ist bei dir passiert? Mir ist das eine ziemlich lange Geschichte, muss das kurz halten. Hab vor 3 Monaten erfahren, dass ich Blasenkrebs habe. Mit 38 schon? Mit 38.
30. Wie hast du es erfahren? Wie ist es raus? Das spürt man ja, glaube ich, nicht. Nee, es hat angefangen, ich habe Blut im Urin und im Stuhlgang gehabt. Das ist ein schlimmes Zeichen bei Männern, immer wenn Blut im Urin ist. Ja, ganz genau. Und bin dann natürlich dann zu meinem Hausarzt, hab dem das natürlich auch erklärt und hat mich gleich überwiesen zum Urologen. Natürlich hier zu einem örtlichen Urologen, niedergelassenen Urologen. Und dieser Urologe hat mich dann untersucht und hat also das damit abgetan, dass ich also angeblich eine eingeschränkte Nierenfunktion hätte und hätte also dann wohl eine Erkältung der Blase erlitten und dabei würde dann halt auch mal Blut austreten. Mhm. Ja, und dann geht man erstmal erleichtert nach Hause? Das allerdings. Mhm. Man geht sehr erleichtert nach Hause, aber im Gegensatz zu der Verbesserung ist das alles schlechter geworden. Mhm. Hatte also dann ständig Blut im Urin, was auch jetzt noch der Fall ist. Ich muss dabei sagen, ich werde am 6. Februar an der Blase operiert und ich habe einen 195 Gramm großen Tumor in der Blase. Der ist dann durch eine Spiegelung diagnostiziert worden? Ja, man muss dabei sagen, zuvor nicht. Also man hat versucht, eine Blasenspiegelung zu machen, allerdings erst vor 3 Monaten. Mhm. Zuvor die Jahre ist da nicht was gemacht worden. Ach so, ich dachte, dieser erste Besuch war vor 3 Monaten. Nein, der erste Besuch liegt schon lange zurück. Richtig, ganz genau. Ach so, wie lange liegt der zurück? Ich habe das jetzt 3 Jahre. 3 Jahre? Das heißt, 3 Jahre ist das verbummelt worden? Richtig, ganz genau. Ich bin also von einem Arzt zum anderen geschickt worden. Ich bin vom Urologen zum Nephrologen. Bin vom Nephrologen wieder zum Urologen. Dann bin ich zum Chirurgen. Dann ich glaube, in meinen Akten befinden sich momentan 65 Kernspintomographieaufnahmen. Das heißt, Patrick, man hat in diesen 3 Jahren oder über 2 Jahre, 2,5 Jahre keine Blasenspiegelung vorgenommen? Nicht eine einzige. Keine Gewebeprobe, keine Blasenspiegelung, gar nichts. Das würde ich als Laie jetzt sofort sagen, wenn so ein Verdacht besteht, gibt es wahrscheinlich nur diese Möglichkeit, um endgültig zu sagen, das ist es oder das ist es nicht. Ganz genau. Und der jetzige Professor, der also diese Sache jetzt in die Hand genommen hat, der hat gesagt, hätte man vor 4 Jahren nicht geschludert, würden sie ihre Blase behalten und ihre Prostata auch. Ja. So, und er hat mir natürlich gleich zu verstehen gegeben, ich meine, er ist ein ziemlich gerader Professor, ist einer der besten, man kann das sagen, europaweit, hat mir gleich gesagt, was auch in Verbindung mit der Prostataentfernung dann natürlich für mich zu folgen hat. Ich bin natürlich auch noch ein junger Mann, bin 5 Jahre verheiratet und man hat natürlich auch Kinderwünsche, ist ja klar. Ich muss das nochmal fragen, das heißt, die Blase wird nicht innen operiert, sondern die ganze Blase wird entfernt? Nein, man muss sich also so vorstellen, ich war zuvor schon das erste Mal bei dem Professor unter Messer. Man hat versucht, mit einem Schlingenverfahren durch die Harnröhre diesen Tumor abzutragen, und zwar auf elektrischem Weg. Ja, ja. Das ist eine Methode, das ist eine blasenerhaltende Methode. Ne? Richtig, ja, ganz genau. Und er hat also dann nach 4-stündiger OP aufgehört, hat meine Frau angerufen, wo er auch besonders Wert drauf legt, dass die Familie auch immer eingebunden ist in solchen Angelegenheiten. Und hat also dann meiner Frau klipp und klar gesagt, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich mache 4 OPs am Tag. So einen aggressiven Tumor, wie Ihr Mann hat, habe ich noch nie gesehen. Der blutet an allen Ecken und Enden, hat die Blasenwand, man muss sich also vorstellen, dieser Tumor ist in der Blase gewachsen, ist quasi infiltriert, das heißt, er ist aus der Blasenwand schon rein, beziehungsweise hat die Blasenwand, die Weichblasenwand, beziehungsweise durchdrungen. Schon durchdrungen. Und man hat dann natürlich jetzt die Vermutung, dass wenn die Blasenwand durchbricht, dass dann der Urin und diverse andere Sachen in das Becken laufen. So, das heißt, hier steht eine Blasenentfernung bevor. Richtig, ich kriege die Blase komplett rausgenommen. Und die Prostata auch. Nun, die Prostata gleich auch, weil man aus Erfahrung weiß, so sagen die Ärzte dort vor Ort, dass man, wenn man die Blase entfernt, meistens danach die Befallung der Prostata mit. Das bedeutet für dich einen künstlichen Ausgang? Einen künstlichen Ausgang. Ich habe allerdings im Vorfeld schon den Dickdarm untersucht bekommen, weil man natürlich aufgrund meines Alters natürlich auch händeringend daran interessiert ist, auch irgendwo die Prostata noch oder die Blase zu retten, was aber wohlweislich nicht mehr geht. Und das Schlimme daran ist, dass dieser Urologe, so sagt zumindest mal dieser Professor, der auch gleichzeitig Sachverständiger ist für diverse andere Dinge,
gesagt hat, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn das ein Arzt von mir gewesen wäre, dann würde der heute nicht mehr praktizieren. Also wir halten nochmal wirklich fest. Okay. Wenn du am Anfang ordentlich, damals vor 3 Jahren, richtig, ordentlich beraten worden wärst, ja, und man hätte einen kleinen chirurgischen Eingriff vorgenommen, richtig, hättest du ganz normal weiterleben können und ganz der genau. Krebs wäre wahrscheinlich in den Griff zu bekommen gewesen. Richtig, also die Aussage ist also so getroffen worden von den Oberärzten und den Chefärzten sowie auch von diesem Professor, der das also jetzt auch operiert. Er sagt, vor 4 Jahren hätte man die Blase retten können, sagt er. Man hätte das durch eine leichte, ich sag jetzt mal, durch eine entsprechende Spiegelung oder eine Gewebeprobe oder halt hätte auch man sehen können, oder hätte man das sehen können. Ja. Er sagt, okay, man kann, wenn die Blase voll gelaufen ist, sagt er, dann kann einem das leicht mal, sag mal, durch die Hände gehen. Aber er sagt, auf der anderen Seite sagt er, das bekommt jeder Arzt eigentlich beigebracht, Blut im Urin und Blut im Stuhlgang. Mensch, weißt du, das weiß man als Laie doch mit. Ja, klar. Ich habe das immer den Ärzten gesagt und die haben das immer so abgetan. Klar, ja, wenn man das dann so gesagt bekommt, ist man vielleicht auch erleichtert und denkt, ja, okay, so eine Blasenspiegelung ist ja nur gerade nicht schön, dann lassen wir das erstmal. Ganz genau. Jetzt steht ja für dich du bist so ein junger Kerl noch von 38, ja, ein ganz gravierender Lebenseinschnitt bevor. Der dein Leben radikal verändern wird, eben auch durch den Verlust der Prostata. Das heißt also, eine normale Sexualität wird nicht mehr möglich sein. Nein. Also jetzt. er hat mir ja auch gleich schon, das ist ja das eigentliche Schlimme, was sich dann danach noch rausgestellt hat. Der Tumor ist ja an einer Stelle schon ausgebrochen. Man hat also da ungefähr ein Loch in einem kleinen Fingerformat schon gefunden. Und man hat jetzt schon die Vermutung, dass der, ich sag jetzt mal so von meinem Sprachgebrauch her, dass er gestreut hat. Und man hat verschiedene Metastasen schon gefunden. Das heißt, es steht ja danach noch eine Chemotherapie bevor. Also die Chemo auf jeden Fall. Er hat mir also gesagt, der Aufenthalt wird 2,5 Wochen dauern im Krankenhaus selbst. Dann wird eine entsprechende Reha-Maßnahme eingeleitet. Und die medikatöse Nachbehandlung, sagt er, die wird, so wie es ausschaut, bei der Größe des Tumors und bei der Aggressivität des Tumors, wenn keine Metastasen weiter im Körper gefunden werden sollten, und das hoffe ich ganz zutiefst natürlich. Und die Ärzte haben ja aber dahingehend auch keine besonders positiven Äußerungen gemacht. Das heißt, du rechnest du musst mit vielem rechnen. Ja, ich muss also rechnen. Das heißt, ein vernünftiges Leben wird zwischen 3 und 5 Jahren dauern, sagt er. Jetzt geht es natürlich erstmal darum, dass du die Operation gut überstehst. Das ist ja nur auch kein kleiner Eingriff. Nein. Gibt es Überlegungen deinerseits, deiner Familie, da auch juristische Schritte einzuleiten? Ja, ich hab also in dem Zusammenhang, genau wie der Vorredner und auch mehrere Beteiligte, natürlich auch schon einen Anwalt aufgesucht. Es kann natürlich auch nicht es gibt für jeden Teil einen spezifisch erlernten Sachanwalt, der sich diese. Nein, da muss man Fachleute suchen. Ganz genau. Und er hat mir also auch schon Adressen gegeben. Nur das Problem ist halt ganz einfach, es ist in Deutschland relativ schwierig, einem Arzt so einen Kunstfehler oder halt auch eine Fehldiagnose nachzuweisen. Ich habe in meinen Unterlagen, ich bin also jetzt in der Zeit, wo ich also in verschiedenen Richtungen untersucht worden bin, habe ich, glaube ich, mittlerweile an die 120 Gutachten, die eigentlich immer diesen gleichen Standardsatz unten drunter hatten, zu weiteren Abklärungen überweisen Sie mir sie an den und den. Und ich habe also PET-Untersuchungen hinter mir, da kriegst du radioaktives Material gespritzt, dann werden die Weichteile abgrenzend dargestellt, habe CT-Aufnahmen, Kernspintomographien und dergleichen gemacht und was halt schlimm ist, mit einem normalen Ultraschallgerät, was eigentlich heute üblich in der Arztpraxis eigentlich auch immer zu finden ist, hätte man feststellen können, dass der Tumor in der Blase existiert. Wahnsinn, und das heißt, dass er dann wirklich schon sehr groß gewesen war. Richtig, man muss sich vorstellen, dieser 195 Gramm Tumor hat bis auf knapp 15 Millimeter die Blase komplett schon eingefüllt. Das ist unglaublich. Patrick, ich würde dir gerne, ich weiß jetzt nicht, ob wir dich jetzt überfluten mit Informationen, aber ich würde dir gerne noch einige Informationen an die Hand geben. Ja,
super. Ja, aus meiner Redaktion beziehungsweise von meiner Psychologin. Wir haben uns natürlich auch auf diese Sendung vorbereitet und es gibt wirklich sehr viele mittlerweile sehr viele Organisationen, Selbsthilfegruppen, Foren. Und es ist gut, da am Anfang gute Ansprechpartner zu finden. Ja, das fehlt mir natürlich auch. Genau, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Sie wenn du einen Arzt ansprichst oder einen Facharzt ansprichst auf Empfehle eines anderen Arztes, Erfahrung hat es gezeigt, es wird sich niemand so weit aus dem Fenster lehnen und wird sagen, ja, es wird nur viel mit vorgehaltener Hand gesprochen. Genau, deswegen ist es wichtig. Kannst du niemanden in irgendeiner Weise danach mal bei Gericht zitieren und kannst sagen, hier, Sie haben aber damals das und das gemacht. Deswegen ist es wichtig, an Patientenverbände zu gehen, an die entsprechenden Organisationen, die sich damit beschäftigen. Das heißt, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Anne, ruft dich an und informiert dich mit den entsprechenden Daten. Klasse. Aber ich wünsche dir natürlich erstmal alles Gute für die OP. Vielen und Dank. Wünsche dir ebenso und noch viel, viel mehr, dass es danach dann aber auch gut ist und dass der Krebs nicht gestreut ist. Ja, das hoffen wir alle, die ganze Familie. Ich habe ja einen guten Rückhalt in der Familie. Also und das ist auch das, was auch jeder Arzt, das möchte ich noch zum Schluss loswerden, also die Ärzte, die ich jetzt momentan habe, die sagen, das Wichtigste in der Genesung ist immer die Familie. Ja. Und wenn du den im Rückhalt hast und die Familie unterstützt dich, und da habe ich guten Halt bei meinen Schwiegereltern, meine leiblichen Eltern leben in den USA, also von daher. Also das ist schön zu hören und dann grüßt du deine Familie auch herzlich. Mach ich ganz recht herzlichen Dank. Danke. Alles Gute, Patti, wir rufen gleich dich nochmal zurück. Mach weiter so, ne? Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Boah, was wirkte der Patrick tapfer, muss ich mal eben sagen. Er hat so eine schwere Sache vor sich. Und er weiß nicht, wie es ausgeht und er redet wirklich ganz normal und also Respekt. Valerie ist hier. Valerie ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Valerie. Hallo, guten Morgen. Du bist 24 Jahre alt, ja, genau. Ich gerade, und auch schon in diesen Strudel reingeraten. Ja, genau. Erzähl mal. Und zwar ging es darum, also ich war mit 20 schwanger. Ja. Ich war im vierten Monat und hatte immer Unterleibsschmerzen. Und die haben mir gesagt, ich habe eine Zyste am rechten Eierstock. Und die soll entfernt werden, weil es halt einfach nur besser ist für die Schwangerschaft und also da wäre auch kein Risiko und das wäre ein ganz kleiner Eingriff und das wäre auch nicht schlimm. Und da haben die mir halt, ich habe mich halt drauf verlassen, dann wurde die Zyste halt entfernt durch, also nicht durch einen Bauchschnitt, sondern mit so einem Schlauch durch den Bauchnabel wurde die Zyste entfernt und nach dieser OP hatte ich halt Bauchschmerzen und ein paar Stunden später habe ich das Kind verloren. Und ich habe das Kind halt verloren. Die waren auch ganz unfreundlich zu mir. Ich habe geweint. Die haben gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Das würde tagtäglich passieren, dass Frauen ihre Kinder verlieren. Und ich soll mich halt nicht so anstellen. Ich glaube, das müssen wir nochmal festhalten. Das finde ich so krass, wenn Ärzte oder... Wir haben das Ärzte gesagt? Oder eine Ärztin. Stellen Sie sich nicht so an. Das passiert jeden Tag. Ja, genau. Ist nicht so schlimm. Ihr 4 Monate altes... Kind, was in ihrem Bauch gewachsen ist, ist nun mal weg, passiert jeden Tag. Ja, genau, das passiert jeden Tag, ich soll mich nicht so anstellen. Unfassbar. Und dann ist man ja selbst so angeschlagen und kann sich gar nicht richtig wehren. Genau, das ist so, weil normalerweise, also ich bin auch offen und ich rede auch, aber mir ging es halt so schlecht und deswegen habe ich auch nichts gesagt und habe es einfach so hingenommen. Und danach hatte ich halt öfters Bauchschmerzen, also nach dieser OP hatte ich auch so Bauchschmerzen, ich konnte nicht gerade stehen, ich konnte nicht laufen, gar nichts. Die haben mich halt nach Hause entlassen, ich habe denen gesagt, dass ich Bauchschmerzen habe. Ich habe diese Ärztin noch nachts gerufen, da war ich schon leicht sauer auf mich, weil ich sie nachts halt gestört hätte. Und habe ihr halt gesagt, dass ich so unerträgliche Schmerzen habe. Die hat mir einfach nur Schmerzmittel gegeben, ohne irgendwie Ultraschall zu machen, ohne gar nichts. Und hat gemeint, ich soll mich nicht so anstellen, das ist ja psychisch bedingt. Da bin ich halt nach Hause entlassen worden. Und ich konnte weder laufen, noch konnte ich gerade stehen, gar nichts. Dann bin ich halt eine Woche später zur Nachuntersuchung gegangen und dann wurde ich sofort notoperiert, weil ich innere Blutung hatte. Und das halt schon seit diesem Tag der OP. Seit diesem Tag? Ja. Eine ganze Woche ist verstrichen. Ja, genau. Du hast Schmerzen gehabt? Und Schmerzen gehabt, unerträgliche Schmerzen. Und da wurde ich sofort notoperiert nachts. Und die haben mir dann noch ein Stück vom Blindarm entfernt und die Milz entfernt, weil die halt nicht wussten, woher diese Blutung kam. Also die Blutungen haben sich angesammelt im inneren Bauchraum. Ja, genau. Und die wussten auch nicht genau, woher diese Blutung kommen. Deswegen haben die mir halt vorsorglich den Blindarm rausgenommen und die Milz rausgenommen, weil die irgendwie auffällig waren. Und ja, die wussten nicht, woher das kam und es hat irgendwie auch nicht aufgehört. Und diese Ärztin halt, die war auch wieder da. Das war die gleiche, die damals nicht nachgeguckt hat und gar nichts. Und da bin ich halt wieder nach Hause gekommen und durch diese OP wieder hatte ich Vernarbung am Darm. Da wurde ich auch nochmal am Darm operiert. Das, also nochmal? Ja, nochmal.
Was heißt Vernarbung am Darm? Das heißt, ja, dadurch, dass ich halt operiert worden bin und es irgendwie schief gelaufen ist, hatte ich halt diese Vernarbung am Darm. Mein Darm hat nicht richtig funktioniert. Achso, ich wollte gerade fragen, wie sich das bemerkbar gemacht hat. Also der Stuhlgang funktionierte ja, nicht genau, so. Ja, genau, das funktioniert überhaupt nicht, gar nicht. Und ich habe halt auch immer erbrochen, wenn ich was gegessen habe, weil es halt nicht verdaut wurde. Also nochmal OP? Ja, nochmal. Nochmal voll. Insgesamt wurde ich bestimmt 7-8 Mal operiert. 7-8 Mal? Ja. 7-8 Mal operiert? Ja. Und es ist halt alles durch diese Zyste halt entstanden, die damals war. Was eigentlich auch ein kleiner Eingriff gewesen wäre. Ja, ein kleiner Eingriff war eigentlich. Wie geht's dir denn heute, vier Jahre später? Ja, also ich bin seit einem Jahr nicht mehr zum Arzt gegangen, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie Angst vor Ärzten habe. Glaube ich. Seit einem Jahr, ich habe halt immer noch ein bisschen Bauchschmerzen manchmal, aber ich gehe nicht mehr zum Arzt, weil jedes Mal, wenn ich zum Arzt gegangen bin mit Bauchschmerzen, hieß es, ja, wir müssen wahrscheinlich operieren, sie haben Vernarbung am Darm, also mir wurde auch die Gallenblase danach noch entfernt. Und so weiter. Und das ist halt alles durch diese kleine OP entstanden. Und die haben mir auch einen Teil vom Eierstock abgenommen. Hast du Anzeige erstattet? Nein, gar nicht. Das ist ja das, worüber ich mich noch so am meisten aufrege, weil ich zu dem Zeitpunkt ging es mir körperlich und seelisch so schlecht, dass ich irgendwie gar nicht in der Lage war, irgendwas zu machen. Ich wollte eigentlich nur gesund werden. Mhm. Mir war das so egal zu dem Zeitpunkt. Jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, ich hätte was machen sollen. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch zu spät. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da werden wir uns gleich mal nochmal schlau machen. So lange ist das nicht vorbei. Ja. Nein, das glaube ich keineswegs. Also ich wurde auch schon so oft operiert und immer wieder, dann hieß es, ich habe Luft im Bauch. Das würde auch von diesen OPs kommen, dass ich irgendwie so viel Luft im Bauch habe, weil ich halt so oft aufgeschnitten worden bin. Und ja, das ist alles dadurch gekommen und ja. Also weißt du, Valerie, vorhin der Patrick sagt das ja auch, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, gegen Ärzte vorzugehen. Ja, genau. Aber ich finde, jeder sollte es unbedingt, wenn er die Kraft dazu hat, unbedingt tun. Ja, damals hatte ich ja nicht die Kraft dazu. Ja, natürlich. Jetzt im Nachhinein, wo es mir auch besser geht, denke ich mir, warum habe ich es nicht gemacht? Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach nur gesund werden. Und denn je mehr Leute das machen, desto mehr Erfolge erzielen auch die Patienten und desto mehr sehen sich auch die entsprechenden Ärzte vor. Ja, genau. Wir wollen die jetzt waren mal auch so unfreundlich zu mir auch im Krankenhaus. Das ist das, was mich auch noch dazu aufregt. Die waren so unfreundlich zu mir. Die haben immer gesagt, ich würde mich nur so anstellen und das wäre alles psychisch bedingt. Und ja, unglaublich. Und so Sachen. Und dadurch, dass ich halt so lange im Krankenhaus war, ich war bestimmt 3 Monate im Krankenhaus, habe ich dadurch noch eine Thrombose bekommen und eine Lungenembolie, weil sich ein Blutgerinnsel irgendwie gelöst hat und das ist in die Lunge gelangt und dann habe ich auch eine Lungenentzündung bekommen und das habe ich alles so gehäuft. Ja, es kommt ja immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ich wollte gerade auch noch mal sagen, auch diejenigen Leute, die nicht so viel Kohle haben, sollten nicht davor zurückschrecken, das zu machen. Ja. Da gibt es genügend Möglichkeiten der Beihilfe und dass eben auch Leute, die finanziell nicht so gut dastehen, können auch solche Prozesse führen. Ja, weil so, jetzt will ich dir das Gleiche anbieten wie dem Patrick vorhin. Wir versorgen dich mal jetzt mit ein paar guten Informationen, wohin du dich wenden solltest. Da triffst du erstmal auf Gleichgesinnte, auf Leute, die Ähnliches erlebt haben und die sich sehr gut in diesem Gebiet auskennen. Ja. Und da würde ich einfach sagen, lass dich da mal beraten. Da bist du in allerbesten Händen. Die wissen wirklich, um was es da geht. Mhm. Ja? Okay, das ist nett. Dann legst du bitte auf, Valerie. Ich wünsche dir alles Gute und gute Gesundheit vor allen Dingen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Stefanie ist hier und Stefanie ist 55. Stefanie, was wollen wir denn jetzt hier? Ich glaube, ich habe einen Fehler hier gemacht. Aber jetzt neuer Versuch. Stefanie, hallo? Ja, hallo. Ja, da haben wir sie. Grüß dich. Stefanie, 55 bist du. Ja. Mit sehr junger Stimme. Ja, das stimmt. Ja, aber hallo. Ich habe mich gut gehalten. Ja, ich hatte ja so 35 gedacht von der Stimme her. Oh, danke. Ja. Aber das Thema, weswegen du anrufst, ist wahrscheinlich nicht so lustig. Nein, leider gar nicht. Mhm. Und zwar ist meine 7-jährige Tochter an meinem 46. Geburtstag gestorben. Die war auf dem Schulweg und die haben gespielt, die Kinder, und so Verstecken gespielt zwischen Autos, die an der Straße geparkt hatten. Mhm. Und sie hat dann in letzter Minute noch, weil die anderen Kinder auch gerufen haben, pass auf und so, sich umgedreht und ist dadurch frontal praktisch im Gesicht getroffen worden vom Außenspiegel eines PKW. Der vorbeifuhr in dem Moment. Mm, Und ist dann auf die Straße gefallen und wurde dann von einem Passanten auch gehalten, der dann immer gesagt hat, Kind, hast du Glück gehabt. Und dann war das Rettungsteam ziemlich schnell da. Mm. Die Notärztin, die hat dann, hat gedacht, das ist ein schweres Schädelhirntrauma und hat dann beschlossen, dass da eine künstliche Beatmung gemacht werden muss. Mm.
und hat bei diesem Versuch eben den Beatmungsschlauch, also da zu intubieren, hat sie den Schlauch statt in die Lunge in den Magen gesteckt. Mhm. Das soll nicht bemerkt worden sein. Also wir waren ja nicht dabei, wir wussten das ja auch da gar noch nicht. Mhm. Und sie hat dann auch einen Hubschraubernotarzt angefordert und der kam dann und der ist Anästhesist und der hat sofort gemerkt, als er dann aus seinem Hubschrauber stieg, dass mit dieser Beatmung was nicht stimmt und hat dann auch gesagt, also ihr habt fehlintubiert, der Schlauch liegt falsch und hat dann richtig intubiert, hat versucht, meine Tochter zu reanimieren und es ist ihm nicht mehr gelungen. Also unsere Tochter ist dann auf dem Flug ins nächstgrößere Klinikum im Hubschrauber gestorben. Das heißt, wenn sie richtig beatmet worden wäre, wenn der Schlauch richtig hätte sie diesen Unfall weitgehend gesund überlebt. Also sie hatte kein schweres Schädelhirntrauma. Sie hatte Nasentrümmerbruch und Jochbeinbruch. Also es waren schon schwere Verletzungen, aber keine tödlichen. Also das kann man im Nachhinein so klar sagen. Ja, weil wir kamen dann in der Klinik an und dort wurde uns dann mitgeteilt, dass sie gestorben ist und dass ein Fehler vorliegt. Also das muss ich sagen, das fand ich dann schon also beachtlich. Das haben die von sich aus gesagt gleich. Ja, also nicht die Ärzte natürlich, also der diensthabende Arzt hat dann gesagt, es liegt eine Fehlintubation vor und ich war natürlich so im Schock, ich habe überhaupt nicht verstanden, was eine Fehlintubation ist. Also versteht man ja nicht. Und ich weiß nur noch, dass ich gefragt habe, wäre sie sonst nicht gestorben? Und dass man mir dann gesagt hat, das kann man jetzt noch nicht sagen, es wird eine Obduktion gemacht und dagegen können wir Eltern gar nichts machen. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Oh, da hatten die das von sich aus schon in die Wege geleitet. Das ja, ist ja, weil der Hubschraubernotarzt den Fehler nicht vertuscht hat. Das muss ich auch sagen, ist ein sehr, sehr mutiger Arzt. Mhm. Der da einiges auf sich genommen hat, sage ich jetzt auch mal so. Dann ist eine Obduktion vorgenommen worden und dabei kam das dann alles heraus, was du gerade erzählt hast. Genau, und ein halbes Jahr später hatten wir dann schwarz auf weiß, dass unsere Tochter den Unfall eben weitgehend unbeschadet überlebt hätte und dass sie eindeutig durch eine unerkannte Fehlintubation von 7 bis 10 Minuten gestorben ist. Und die Ärztin ist dann ein Jahr später wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 8.000 D-Mark verurteilt worden. Von 8.000 D-Mark? Ja, strafrechtlich. Also das heißt, das ging ja alles ohne unser Zutun. Das geht ja über die Staatsanwaltschaft. Das ist also Strafrecht. Und dann gibt's ja noch das Zivilrecht. Ja. Und weshalb ich überhaupt das heute auch gern erzählen möchte, ist, dieses Trauma, diese seelische Verletzung, die ich danach erlebt habe, weil einfach niemand zu diesem Fehler stehen konnte. Selbst noch nach der Verurteilung der Ärztin ist mir mitgeteilt worden, schriftlich von einem Vorgesetzten von dieser Ärztin, dass da dieser Ärztin kein Fehlverhalten vorzuwerfen wäre und dass es sich um einen schicksalhaften Verlauf handelt. Und in dieses Horn haben praktisch alle geblasen. Mhm. Und es ging mir natürlich sehr, sehr schlecht. Also aber doch nicht der Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber gekommen war. Aber der hat's ja auch nicht. Der hat ja auch nicht diesen Fehler gemacht. Nee, ich meine, aber es gab dann ja schon auch diese andere Seite von Seiten. Ja, genau. Es gab diese beiden Seiten. Also man könnte jetzt natürlich sagen, auf der einen Seite Glück im Unglück, obwohl sich das ja das kann man nicht sagen. Makaber anhört. Mhm. Ja, genau. Aber es gibt natürlich wenig Geschädigte, wo wirklich ein Arzt oder eine Ärztin tatsächlich strafrechtlich wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wird. Hast du diese Frau mal gesehen? Ja, ich habe dann, nachdem wir das Gutachten hatten, mit ihr Kontakt aufgenommen und ich habe in diesem Gespräch eben gemerkt, dass sie selber auch sehr, sehr fertig ist. Mhm. Sie war eine junge Assistenzärztin und ja, also ich muss einfach sagen, ich habe wirklich so eine Art Mitschmerz mit ihr empfunden. Ach, und habe dann auch versucht, sie zu schützen. Ach, in einer gewissen Weise, also sie noch mehr psychisch fertig zu machen. Kein Hass auf die Frau? Ich habe am Anfang gedacht, dass ich sie umbringen würde, wenn das tatsächlich so passiert ist, aber ich habe psychologische Beratung von Anfang an für mich, auch für die Trauerverarbeitung in Anspruch genommen. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Jetzt würde ich doch gerne von dir erfahren, Stefan, du hast gesagt, du hast versucht, diese Frau sogar noch zu schützen. Ja, ich habe sie jedenfalls nicht irgendwie, ich habe das nicht an die Öffentlichkeit gebracht und...
Durfte sie denn später nochmal als Ärztin arbeiten? Ja, sie war nicht vorbestraft, weil eine Verurteilung bei 50 Tagessätzen ist keine, also da ist man noch nicht vorbestraft und das ist auch nicht mein Thema. Ich denke, die Ärzte sollten dazu stehen. Ich finde nicht, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man dann nicht mehr praktizieren kann, aber man sollte sagen, das ist passiert, so ist es passiert, also das wirklich analysieren. Hat diese Frau sich irgendwann bedankt bei dir, dass du so eine sehr ungewöhnliche Haltung gezeigt hast? Sie hat mir einen Brief geschrieben, 2 Jahre später, was viel zu spät war, aber aus dem ich herausgehört habe, wie leid es ihr tut. Und ich möchte gerne noch zum Schluss sagen, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe, weil ich möchte, dass aus dem Tod meiner Tochter etwas Gutes wächst. Sag's ganz schnell. Das heißt, du hättest leben können, Stefanie Bachstein. Ich danke dir für den Anruf. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Stefanie. Tschüss. Danke, tschüss. In der Technik, meine Lieben, das war unsere Sendung Fehldiagnose und Ärztefusch. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen sind wir natürlich auch wieder da, um 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen dann mit einer wieder freien Themennacht. Und ihr könnt uns immer erreichen ab 0 Uhr. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin.